Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Deutsch mit Martin. Ich drehe ja mindestens zweimal im Jahr ein Video am Auensee in Leipzig. Dort fährt die bekannte Parkeisenbahn Auensee. Das tut sie jetzt schon seit sehr vielen Jahrzehnten. Früher befand sich hier ein alter Freizeitpark. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Video erzählt. Ja, und seit einigen Tagen fährt die Bahn wieder. Im Winter macht die Bahn immer Pause. Da dachte ich mir, ich besuche den See doch mal wieder. Und hier bin ich. Kommt mit und lernt Deutsch. Hier gehe ich über eine kleine Brücke, um zur Eisenbahn zu gelangen. Man kann auch sagen, ich überquere die Brücke. Und da hören wir den Zug auch schon. Und hier ist er. Der Zug umrundet den See auf diesen Gleisen. Ein Gleis ist also das, was ihr hier seht. Wo es einen Zug gibt, gibt es natürlich auch einen Bahnhof. Und wo es einen Bahnhof gibt, gibt es eine Fahrkartenausgabe. Hier steht Kohle für Dampflok Lisa. Kohle hat auf Deutsch zwei Bedeutungen. Es ist also nicht nur das, was ihr hier seht, sondern Kohle bedeutet auch Geld. Und der Verein sammelt Geld für die Dampflok. Das ist eine Schranke, Plural Schranken, und die Schranke schließt sich. Wenn sich eine Schranke schließt, sollte man den Bahnübergang nicht mehr betreten, denn das bedeutet, dass sich ein Zug nähert. Und im Hintergrund könnt ihr den Zug auch schon erkennen. Er kommt näher und näher. Wie früher, also ganz traditionell, gibt es hier sogar noch einen Bahnwärter. Das ist immer ein richtig nostalgisches Gefühl. Überhaupt ist der Klang der Lokomotive Musik in meinen Ohren. Der Klang kommt von Klingen und das klingt doch wirklich wie Musik. Jetzt warte ich am Bahnhof auf den eintreffenden Zug, um selbst zu fahren. Eintreffen bedeutet ankommen. Wenn die Pfeife des Schaffners ertönt, dann ist das Signal für den Zug loszufahren. Wir beschleunigen also. Man kann auch sagen, wir werden schneller oder wir gewinnen an Geschwindigkeit. Rechts seht ihr übrigens noch eine Kräppelchenbude, das ist eine typische Spezialität. Jetzt haben wir die Fahrtgeschwindigkeit erreicht und wir genießen die Reise um den Auensee in Leipzig. Herrlich! Vor jedem Bahnübergang gibt die Lok natürlich ein lautes Signal, damit nichts passiert. Und hier fahren wir durch den Wald. Links und rechts seht ihr Bäume und Wiesen. Die Pflanze, die ihr hier seht, heißt Bärlauch. Der schmeckt wirklich wie Knoblauch. Man darf auch ein bisschen selbst pflücken, aber nur so viel, wie in eine Hand passt. Ja, und hier bläst mir der Rauch ganz schön ins Gesicht. Aber ich genieße die Fahrt wirklich. Hier machen wir Halt auf freier Strecke. Rechts seht ihr den Auensee und den Weg um den Auensee. Und links seht ihr einen Deich. Der Deich, Plural Deiche. Hinter dem Deich befindet sich der Fluss Weiße Elster. Manchmal hat der Fluss ein bisschen zu viel Wasser und damit es keine Überflutung gibt, hat man diesen Deich gebaut. Ja, und jetzt sind wir fast schon mit unserer Reise fertig. Hier fahren wir wieder in den Bahnhof ein. Ich fand es wirklich wunderbar. Ich kann das auch jedem empfehlen, wenn ihr in Leipzig seid. Besucht diesen Ort. Nach so einer langen Strecke muss man auch manchmal Dampf ablassen. Auf Deutsch bedeutet das übrigens auch Stress abbauen.
Meine Lieben, das war also in diesem Jahr die erste Fahrt mit der Parkeisenbahn in Leipzig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video bei Deutsch mit Martin. Tschüss!